morgen guckst, habe ich ja keinen Geburtstag mehr. Alles sehr kompliziert. Okay. Und zwar habe ich heute vor, ein Slime-ASMR zu machen. Ich hatte mir erst überlegt, von wegen, was könnte ich an meinem Geburtstag machen. Aber weil die meisten Abonnenten hergekommen sind mit dem Hashtag Slime, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, habe ich gedacht, von wegen, ja, das mache ich jetzt einfach. Ich habe mir verschiedene Slimes besorgt. Ich werde leider nicht jeden Slime aufs Mikrofon draufpacken können, weil das würde dann in die kleinen Ritzen hier reingehen und ich würde dann wahrscheinlich mein Mikrofon kaputt machen. Das möchte ich nicht. Logischerweise. Weil ich möchte nämlich noch ein bisschen weiter ASMR machen. Okay. Ich zeige euch erstmal jeden Slime, den ich habe und dann gehen wir Schritt für Schritt vor. Okay, mit wem fange ich an? Ich fange mal mit dem hier an. Und zwar sieht er so aus und man kann es gar nicht sehen. Dabei ist das gar nicht grün. Wie kann das sein? Es ist, also hier ist blau. Kann man das sehen, wenn ich... Oh, guck mal. Wenn zu viel Licht drauf kommt. Oh, interessant. Okay. Ja, so sieht das aus. So, guck mal, man kann sehen, dass der mal verschiedene Farben hatte, aber ich konnte mich nicht zurückhalten und habe schon ein bisschen damit rumgemanscht. Ist das hier auch? Ah, jetzt sieht man es besser. Wahrscheinlich ein bisschen durchsichtig, aber ist so gelb und rot. Das war am Anfang so drei Teile und ja, ich fand das so cool und habe dann so voll angefangen zu kneten, weil ich so richtig, ich mag das einfach und der ist richtig genial. Ich habe das jetzt blöderweise aufgemacht und wenn ich es jetzt wieder zumache, gehen die Ränder hier so rüber. Ich mache mal eben, hätte ich auch ein bisschen eher dran denken können, nicht sofort alles aufzumachen. Okay, also der ist super. Das ist einer meiner Lieblings. Ich bin mir noch nicht sicher. Dann habe ich den hier. Der hat keinen Aufkleber. Kann man überhaupt was erkennen? So mit Schatten geht es besser. Da ist so eine kleine Plastik-Erdbeere drauf. Und der ist rosa. Und das ist kein normaler Schleim. Der ist merkwürdig. Also ich kann es nicht beschreiben. Er ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Weil der zieht so komische Fäden und nicht alles davon ist Slime. Das ist irgendwie so ein, ich weiß es nicht, als hätte man so, kennt ihr diese Obese-Perlen, die sich mit Wasser vollsaugen, dann größer werden. Als hätte man die mit Wasser aufsaugen lassen und dann in den Mixer geworfen und dann in den Schleim reingeworfen und das vermischt. Und das ist dann das hier geworden. Das ist sehr komisch irgendwie. Also, es ist interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Okay, und zu guter Letzt, der beste überhaupt, finde ich. Also, der ist durchsichtig, hat so Glitzerpartikel drin. Und ich habe gestern schon ein bisschen damit rumgeknetet. Deswegen sind da leider so Luftblasen drin. Deswegen, kann man sehen, ist der jetzt nicht mehr so hundertprozentig durchsichtig. Aber sobald die Luftblasen draußen sind, müsste es eigentlich wieder gehen. Und den kann ich aufs Mikrofon drauf machen. Damit fange ich auch mal sofort an. Ich lasse es mal lieber nicht so lange da drauf. Weil ich habe doch Angst, dass es kaputt geht irgendwie. Weil der fließt ja auch, wenn ich
nicht das letzte Slime-ASMR bleibt, will ich so wenig drin haben. Offiziell Schleim in meinem Mikrofon drin stecken. Das kommt dann nicht mehr raus. Ja gut, egal, da habe ich mitgerechnet, dass da kleine Fussel drin bleiben. Ist in Ordnung. Oh, das war ein bisschen laut. Okay, jetzt machen wir das hier. Oder, nee, wir machen erst den pinken, weil der ist nämlich so merkwürdig, den muss ich euch zeigen. Pass mal auf.
Das hatte geklopft. Okay. Wie findet ihr eigentlich die Geräusche, die dieser Slime hier macht? Was sag ich denn? Das, weil der sich so anhört, macht er schon wieder Wett, dass der so eine komische Konsistenz hat. Der hört sich richtig toll an. Okay, jetzt probiere ich nochmal, dass der die Fäden zieht. Achtung, ich halte mal so. Das sieht so gut aus. Sieht so merkwürdig aus. Einfach so. Ich kann es auch leider nicht so wirklich zeigen. Stimmt es leider ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Dagegen kann ich leider nichts machen. Soll ich doch mal probieren aufs Mikrofon? Nee, es ist schon überall in meinen Händen. Ich habe Angst, dass das dann auch da drin bleibt. Diesmal hat es nicht geklappt, ich war zu schnell. Man muss das so ganz langsam ziehen. Da, so ganz komische Fäden. Sieht aus wie Nudeln, die 3 Tage auf der Heizung standen. Das nicht. Scheiße, es stürmt. Wieso?
Jetzt mache ich die letzten Reste von der Farbe. Da knete ich jetzt auch.